dann erbitte ich um ein Mindestmaß von parlamentarischen Gepflogenheiten und nicht um plumpe Beleidigungen und Reden wie von einem Blinden, der von der Farbe redet. Das ist der falsche Weg, Herr Kohlmeier, und dafür sollen Sie sich eigentlich schämen. Das sage ich ganz deutlich. Es ist nicht nur ein Pressebericht, der von Schleuserkriminalität spricht, Frau Kollegin. Es ist die Berliner Polizei und innerhalb der Berliner Polizeibehörde das Landeskriminalamt. Also, bevor Sie hier irgendwelche wilden Dinge schwadronieren, informieren Sie sich über die Gesetzeslage und dann gehe ich gerne weiter mit Ihnen in die Diskussion. Vielen Dank. Erklären Sie mir bitte, warum der Bundesgesundheitsminister Anfang 2020 gesagt hat, eine Maske brächte nichts, weil das ja die tieferen Atemwege beträfe. Kurz Zeit später hatten wir Masken da, da brachten Masken was. Wiederum später hatten wir eine Industrie von Stoffmasken mit Modelabels und so weiter. Die Stoffmasken brachten dann aber nichts. Dann gab es nur noch medizinische Masken, OP-Masken. Und mittlerweile haben wir diese schönen Staubschutzmasken von der Baustelle, FFP2-Masken. Beispiele. Freiheit bedeutet für Sie Fahrverbote, Freiheit bedeutet für Sie Flugverbote, Freiheit bedeutet für Sie Einschränkungen im persönlichen Leben. Das ist alles Ihre Freiheit. Das ist alles Ihr Parteiprogramm auf Bundesebene. Liest sich sehr gut. Wir nennen das ja auch das Grünen-Verbotswahlprogramm. Und da kommen wir zur Glaubwürdigkeit. Wie Sie gerne mal in den USA unterwegs waren mit einem großen SUV oder wie Sie gerne in Myanmar Urlaub gemacht haben, dann mal wieder quer durch die Welt gejettet sind. Können Sie uns sagen, wie viele Millionen Kilometer oder Hunderttausende Kilometer Sie abgerissen haben? Das ist ja alles Ihrem Instagram-Account zu vernehmen. Wie glaubwürdig ist dann eine Aussage vom wahren Klimaschutz, wenn man ein richtiger Jetsetter ist, quer durch den Globus fliegt? Können Sie uns das erklären? Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar.